Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Anno 1404. Und wir sind gerade dabei, eine Schlacht zu führen. Oh, ich werde angegriffen. Höchst interessant. Wir stehen zur Verfügung. So. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Scheiße. Ich brauche Most. Most brauche ich. Ich brauche 5 Holz. Ich habe nur 4. So eine Scheiße. Ich hoffe, die fackeln keine Gebäude an. Bin ich im Arsch. Dann bin ich am Arsch. So, ich muss hier Most reinkriegen. Das heißt, ich handel hier. Einkaufen. Most. So. Ich handel ungerne, weil ich das Geld eigentlich für die Schlacht brauche. Ich kann einen Mosthof bauen hier. 1, 2. Komm, dreh dich. Man greift eines ihrer Gebäude an. Ach, scheißegal. 3 und das nächste kommt hier hin. 4. Gut. Wo greift mal eins meiner Gebäude an? Da? Nichts kann uns standhalten. Wollen sie doch kommen. Für diese Radlin, die verschanzen sich doch eh irgendwie. Die haben Angst wie sonst was. Wir werden so schnell platt gemacht. Und die verpissen sich schon wieder. Die verpissen sich, haben Angst. Haben Angst vor mir. Die haben richtig Schiss. Und den Bergfried, die erreichen sie auch nicht. Niemals. So. Wie lautet euer Befehl? Ja, ich werde nicht angegriffen. Upsala, da war die Leiste wieder. Dann kommen hier wieder Felder hin. 2, 3, 4. Und einmal noch. Dafür brauche ich wieder 5 Holz. In eurer Stadt sehe ich keine Zukunft für meinesgleichen. Ach, Schnauze. Gut, die brauchen mehr Bier und mehr Most. Most und Fisch brauche ich unbedingt. Fisch brauche ich auch noch ein bisschen. So brauche ich auch Holz. Erst brauche ich Most. Da mache ich schon Minus. So eine Kacke. Eure Anweisung? Sind da eigentlich Schiffe zusätzlich gekommen? Nö. Nur die hier. Bereit? Oh, ist das süß. Nichts kann uns standhalten. Eure Anweisung? So. Was brauche ich dafür eigentlich? Fisch, Most und Leinenkuppen. Okay, Fisch und Most habe ich nicht genug. Das beschaffe ich gerade. Deswegen baue ich ein paar Masthöfen. Aber ich kriege nicht genug Holz. Gibt's ja nicht. Kümmert euch nicht um die Stadt. Sie wird von meinen Schiffen versorgt. Haltet nur den Bergfried. Ja, halte ich ja schon. Die Bevölkerung berichtet von schwarz vermummten Männern auf den Straßen der Oberstadt. Die Bevölkerung berichtet von schwarz vermummten Männern auf den Straßen der Oberstadt. Sicherlich Spione von Lucius. Ihr müsst sie rasch dingfest machen. Ihr habt 2. Ah! Falsche Taste gedrückt, so eine Scheiße. 3. Ha. Die Spione sind gefangen, doch sie schweigen beharrlich. Es macht mich rasend, nicht zu wissen, was ihr Auftrag war. Okay. Teufel auch! Bring mir diese Mistkerle! Ich werde sie mit meiner eisernen Jungfrau das Fürsten lehren und die Wahrheit schon aus ihren Leibern pressen! Gerne. Kommt sofort. Das sind Lucius Spione? Schmächtige Ratten! Also, gib schon her! Bitte? Dieses Geschmeiß!
Sind noch nicht mal im Ankerker, schon singen sie wie die Vögelchen. Lucius hat Mineure an deiner Mauer postiert. Hier, ich zeig dir wo. Okay, danke. Ein guter Schluck in diesen finsteren Zeiten wird den Mut von Soldaten und Bevölkerung gleichermaßen stärken. Okay. Ihr sitzt in der Falle. Meine Ritter werden in diese Stadt einmarschieren und sie mit allem, was darin kreucht und fleucht, vom Erdboden tilgen. Seht nur, wie Lucius Kreuzritter unter unseren Recken wüten. Das kann nur eins bedeuten. Gott hat uns verlassen. Lucius hat orientalische Mineure angeheuert. Er will die Stadtmauer untergraben und sprengen. Wir müssen diese hinterhältigen Tunnelgräber daran hindern. Wo sind die denn? Sind das die Mineure? Kleine Armee. Kleine Armee, kleines Heerlager. Eure Anweisung? Ich habe keine Ahnung. Oder nee, da kommen sie erst. Okay. Die kommen schon nicht durch meine Mauern. Kennen sie hier nicht. Sammle ich genug Stein, um das zu verhindern. So. Fischschäfen. Bauen hier oben noch. 1, 2, 3. Muss passen. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern. Da kommen die Mineure. Kriege ich schon vorher irgendwas an. So. Eins meiner Gebäude wird angegriffen. Welches Gebäude wird denn angegriffen? Nichts kann uns standhalten. Was? Ich bin der Anfang und das Ende. Sag mir das doch einer! Eure Anweisung? Scheiße. Aufbruch! Dahin, sofort! Lucius Truppen rüsten sich zum Kampf. Mein Gott, er marschiert Richtung Hafen. Nein, den Hafen, den kann ich nicht beschützen. Ohne Scheiße. Den Hafen kann ich nicht beschützen. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Scheiße. Ich muss schnellstens da aufräumen. Hier kommt noch Mosthofen hin. 1, 2, 3, 4. So, passt das auch? Diese komischen Minierstellung. Mit dieser Stadt geht es langsam, aber stetig bergauf. Da ist auch eine. Kacke. Nichts kann uns standhalten. Eure Anweisung? Soll er mit seinen Truppen bekommen? Wir stehen zur Verfügung. Gar nicht locker verteidigen. Die Minierstellung wo ganz anders sind. Wie lautet euer Befehl? So, ich brauche nur bald wieder neue Truppen. Um alle Mineursstellungen auszuschalten, aber ich habe gerade nicht wirklich viel Geld, um das zu machen. Fisch kriegen hier genug rein, Most auch. So. Die müssen dringend wieder einziehen. Witze habe ich jetzt nicht genug, aber Most kriege ich wieder rein. Das ist schon mal sehr gut. Die Mineralstellung muss ich auch noch ausschalten. Wo ist sie denn? Hm? Wo ist die Mineralstellung denn? Verschwunden, spurlos. Wie lautet so euer Befehl? Zwingt sie in die Knie! Keine Gnade! Gut, der wird eben fertig gemacht. Da muss ich die andere Mineralstellung suchen. Muss die dringendst finden. Ja,
Hier wurden die Handelsgebäude zerstört. Deswegen sind die immer noch sauer. Ausgeglichen sitze ich ja schon mal. Okay, die sind sauer, weil die Leute bedroht werden. Okay, okay, okay. Lucius Kreuzfahrer reiben unsere Truppen auf. Mein Gott, das werden wir nicht überstehen. Ich werde alles überstehen. Die reiben hier gar nichts auf. Sind Lappen, sind das. Lappen. So. Handeln kann man anscheinend nicht. Schade. Okay. Was kriege ich? Ihre Truppen waren siegreich. Meine Truppen sind immer siegreich. Lappen. Wie lautet euer Befehl? Was sollen sie denn auch sonst sein? Handelsgebäude hier schnell wieder hinsetzen. Straße. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Gut. Und hier noch ein Handelsgebäude wieder hin. So. Wie lautet euer Befehl? Dann kommen die hier hin. Sind unterwegs. Und die... Wir sind bereit. Kommen hier hin. Wir marschieren los. So. Eure Anweisung. Bereit. Nichts kann uns standhalten. Man greift eines ihrer Gebäude an. Gehen die mir auf den Keks. So, als nächstes muss ich mir Proviant holen. Dafür habe ich immer noch nicht genug Most. Das heißt, ich baue noch ein bisschen Most hier an. Und Hanf und so baue ich hier auch gleich an, damit ich das besser verteidigen kann und mir die Sachen da kaufen kann. Das ist nämlich ziemlich hilfreich. Most ist da. Most ist hier. Die Most ist hier. So muss das. So. So. Natürlich passen hier nicht genug Felder hin. Was denn auch sonst? Most hier hin. Natürlich habe ich dafür nicht genug Holz. Was denn auch sonst? Nichts kann uns standhalten. Eure Anweisung? Ja, das sind Lappen von Gegnern. Das sind richtige Lappen. Wir werden schon Feuer fertig gemacht. Bereit? Sind auf dem Weg. Guck mal, hier, die verteidige ich so locker. Wir stehen zur Verfügung. Den kann ich leider nicht verteidigen. Was ist zu tun? Wenn ich das gerne machen würde. Eure Anweisung. Angetreten. Den kann ich auch nicht die verteidigen. Das wird... Wie lautet euer Befehl? Keine Einheiten. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Wie lautet euer Befehl? Ich bin der Anfang und das Ende. Okay, da kommt die nächste Welle an Schergen. Ja, das geht ja noch. Ich mach den platt. Ich mach ihn platt. Tribuchets sind das. Ich hasse Tribuchets. Eure Anweisung? Gegen Trigochets kann ich auch nicht wirklich viel machen. Leider. Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Mein Territorium eingedrungen? Willst du mich verarschen?
Nichts kann uns standhalten. Und damit ist diese Folge auch vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao, bye, bye, adios. Bis zum nächsten Mal. Ciao.